Liebe Gemeinde und liebe Besucher unserer Internetseite, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis. Ein Gottesdienst, in dem es um die Liebe, Güte und Barmherzigkeit Gottes geht. Und diesen Gottesdienst, den wollen wir feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Und wir wollen zusammen beten. Barmherziger Gott, lieber Herr Vater, deine Barmherzigkeit, die können wir gar nicht verstehen. Warum schenkst du sie uns immer wieder? Trotz unserer Fehler und Versäumnisse, trotz der vielen Umwege, die wir gehen, oft genug an dir vorbei und ohne dich. Wir danken dir für deine Güte und bitten dich um deine Nähe. Heute und alle Tage unseres Lebens. Und hören Sie nun das Evangelium aus Johannes 11. Es war einmal ein Mann mit dem Namen Lazarus, der wohnte in Bethanien, zusammen mit seinen Schwestern Maria und Martha. Und dieser Lazarus, der war krank. Und seine Schwestern, die sandten zu Jesus nach Jerusalem und ließen ihm sagen, schau, der Mann, den du lieb hast, unser Bruder, der ist krank. Und als Jesus endlich kam, da fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegend vor. Lazarus war tot. Und das, obwohl Bethanien nur 1/2 Wegstunde von Jerusalem entfernt lag. Viele Juden waren bei den Schwestern Maria und Martha, um die beiden zu trösten, um den Tod ihres Bruders Lazarus. Und als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, da läuft sie ihm schnell entgegen, Maria aber bleibt zu Hause. Und Martha spricht zu Jesus, ach Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder, er wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus antwortet ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und sie antwortet Jesus, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Halleluja, Gott verheißt, dass sein Bund ewig sein soll. Halleluja. Und gemeinsam wollen wir nun unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und hören Sie nun das Lied, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht.
Liebe Gemeinde, gehen Sie mit mir mal gedanklich zurück in das Jahr 587 vor Christi Geburt. Die Babylonier haben die Stadt Juda ausgelöscht. Die Stadt Jerusalem und der Tempel teilweise komplett zerstört. Und das Volk sitzt nun da, staubig, auf der Straße und gelähmt von den Ereignissen. Sie können den Blick nicht heben. Damals vor gut 2500 Jahren ist nämlich ziemlich viel passiert in dieser Stadt Jerusalem. Die Mauern der Stadt, die sind geschliffen worden. Und die Menschen, die hätten arbeiten können, die Handwerker und die klugen Beamten, die fehlen. Ins Exil deportiert. Den Kindern fehlen die Eltern. Den Alten und Kranken die Versorger und vor allem allen fehlt die Hoffnung. Und ganz stumm hallt durch die Straßen der Gassen der Schrei: mein Gott, warum hast du uns verlassen? Gott scheint irgendwie abwesend zu sein. Ein Mann geht durch die Straßen, sein Name ist Jeremia. Er sieht die Not, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung. Er sieht die Menschen an, nimmt sie ernst. Was soll er sagen? Was kann er sagen? Müde geht Jeremia raus vor die Stadt. In der Stille und in der Dunkelheit will er beten. Gott, wie soll ich dich preisen? Tief ist der Schmerz. Wir schreien zu dir und Lob singen wollen wir dir. Aber dein Zorn? Du versprichst doch lebenslange Gnade. Aber wir sind heute verzweifelt. Verwandere unsere Klage in Freude und das Licht durch unser Herz durchströmen. Als Jeremia wieder die Augen öffnet, ist es hell und ein Hahn kräht. Jeremia geht wieder durch die Straßen. Er sieht wieder die Not, die Trauer, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit. Er sieht wieder die Menschen an, nimmt sie ernst und spricht sie an. Leise und sanft, fast engelsgleich. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Aber ist das, was Jeremia sagt, nicht viel mehr als ein Blick nach oben, weil er in der Not das Unten nicht mehr ertragen kann? Nicht ganz. Jeremia gibt mit diesen Worten seine Erfahrungen mit Gott weiter. Diese Worte, sie sind an Menschen gerichtet, die in schwierigen Zeiten leben. Menschen, die kaum eine Perspektive für die Zukunft haben, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Alles, was ihnen bisher Sicherheit gab, ist weg, zerschlagen, ist futsch von der Flut weggezogen. Dieses Wort richtet sich an Menschen, die einen der dunkelsten Stunden ihres Lebens erleben und sich die Frage stellen, gibt es überhaupt noch Hoffnung für uns alle? Der Prophet Jeremia ist überzeugt davon, so wie Gott einst ihn aus der Gewalt seiner Feinde gerettet hat, so wird auch Gott das Volk aus der schweren Lage befreien. Darum wartet einfach mal ab. Es geht ihm um die Hoffnung und die Gewissheit, dass Gott dem Volk Israel hilft. Und aus der Geschichte wissen wir, dass er tatsächlich geholfen hat. Das ermutigt mich, nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen und alltäglichen, auf die Liebe Gottes zu hoffen.
Es ist gut, wenn man von der eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht, entstanden durch eine Krankheit oder ein Virus, durch Feuer oder Wasser, wegschauen kann auf den, der helfen kann. Das befreit und erleichtert, das ermutigt und gibt Gelassenheit, auch im Warten. Selbst wenn die göttliche Hilfe dann vielleicht ganz anders aussieht, als ich es erwartet habe. Göttliche Hilfe kann kommen in Form von Impfstoff und menschlicher Hilfe. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie die menschliche Solidarität in Zeiten von Corona-Krise und ja jetzt bei der Flutkatastrophe stärker gewesen ist als Ängste und Egoismus. Menschen haben sich sehr viel einfallen lassen, was wir unter der Überschrift Barmherzigkeit verbuchen können. Auch die Gottesdienste, die wir um der Barmherzigkeit willen unter großen Vorsichtsmaßnahmen auch immer noch auf Abstand und auf Video aufzeichnen, sie sind ein Zug der Barmherzigkeit untereinander. So viele Menschen haben einander geholfen mit Engagement und Kreativität und sich in andere hineinversetzt und sich für sie eingesetzt. Diese große Barmherzigkeit wurzelt in der großen Barmherzigkeit Gottes. Und sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende, sondern solange es Menschen gibt, die helfen können, so hilft er. Wenn er zum Beispiel andere Menschen dorthin schickt, wo Hilfe gebraucht wird, auch in Kabul oder sonst wo auf der Welt. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt sich er doch immer wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Gottes unbegreiflicher Weg mit uns dient seinem Ziel. Wir dürfen lernen, trotz allem Leid seiner Güte zu vertrauen, weil er es gut mit uns meint. Ihm ist alles untergeordnet. Was Gott in unserer Welt hineingeordnet hat und darin zulässt, letztendlich ist es ihm untergeordnet und er wirkt darin mit seiner Liebe, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit. Gottes Treue ist immer auch mit seinem Mitleid verbunden. Und das ist dem Volk damals verheißen, das ist uns heute verheißen, die wir sein Wort hören. Am Ende war es Jeremia und am Ende wissen wir, Gottes Erbarmen ist viel größer als all unser Kleinmut. Gott erbarmt sich immer wieder. Seine Barmherzigkeit galt dem Volk damals und sie gilt uns heute. Martin Luther King hat einmal gesagt, wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große Segnekraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Auswegslosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Beides.
Liebe Gemeinde, wir wollen nun zusammen und füreinander Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die frohen Mutes leben und die sich auf ein persönliches Ereignis freuen und die erwartungsvoll darauf zugehen. Wir bitten dich aber auch für alle Menschen, die in Sorgen leben, die sich Sorgen machen um unsere Erde und den Erhalt der Schöpfung. Wir bitten dich für alle, die besonders von der Pandemie betroffen sind, für die, die Entscheidungen treffen müssen. Und wir bitten dich für alle, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. Sei mit allen, die auch da Entscheidungen treffen müssen. Sei mit den Menschen, die in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt leben und auf eine bessere Zukunft hoffen. Und sei da für alle, die sich darum sorgen, dass auch in diesen Zeiten die Botschaft der Kirchen die Menschen erreicht. Durch die Musik und durch die Gebete und durch die Werke der Barmherzigkeit. Guter Gott, begleite uns auf allen unseren Wegen und schenke uns Zuversicht in diesen Zeiten. Denn dein ist das Heute, das Morgen und die ganze Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin mit den Segen und der Liebe unseres Gottes. Es segne und behüte euch der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Besucher unserer Internetseite, ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Schöne für die kommenden Wochen, ein gutes Erntedankfest. Und im Oktober, dann sehen wir uns wieder. Wann genau, das sehen Sie ja hier unten. Auf jeden Fall bleiben Sie gesund und frohgemut. Bis dahin und denken Sie immer wieder an die Barmherzigkeit unseres Gottes. Tschüss!